Hallo und willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist League Evolution. Meine Stimme. Yu-Gi-Oh! Im letzten Part haben wir natürlich super erfolgreich gegen Yugi gespielt. AKA, wir haben kein einziges Duell gewonnen. Aber einige haben auch in die Kommentare geschrieben, dass das wohl sehr, sehr unfair ist bei den ersten Duellen. Und ich hoffe, wir kriegen das überhaupt hin. Also wir können eigentlich nur auf Glück hoffen, dass wir irgendwie durch Glück gewinnen. Dass Yugi irgendwie vier Exodia-Teile zieht und dann irgendwelche dummen Zauberkarten, die er nicht benutzen kann. Aber ansonsten haben wir ein bisschen ein Problem. Ich glaube, wir fangen als erstes an, damit wir uns so schnell wie möglich eine Wand aus Monstern aufbauen können. Weil ich habe auch drüber nachgedacht, der benutzt ja oft irgendwelche... So, ne? Mehr als 5-Sterne-Monster und killt mich damit. Und deswegen sollte ich vielleicht einfach die Strategie fahren, so schnell wie möglich die Monster von ihm zu killen. Ist eigentlich so, dass ich das bis jetzt auch die ganze Zeit gemacht habe, aber... Und hat nichts gebracht. Mal gucken. Hier habe ich auch schon eine gute Karte, falls der wieder seine scheiß Lichtschwert aktivieren muss. Im letzten Part war die Audioqualität sehr, sehr schlecht. Dafür entschuldige ich mich. Das lag, wie gesagt, an diesem beschissenen Rauschunterdrückungsfilter. Doch, super. Mann, ey. Kann ich hier irgendwie... Ja, das kann ich machen, aber... Das lag an diesem beschissenen Rauschunterdrückungsfilter. Den ich ja machen musste, weil mein PC so laut war. Mein PC funktioniert jetzt wieder halbwegs, also der ist jetzt nicht mehr ganz so laut. Manchmal hat er so komische Spacks, da muss ich den irgendwie so legit in die stabile Seitenlage legen, den PC, damit der aufhört irgendwie auszurasten. Ich war auch schon bei so einem PC-Doktor damit. Der hat nichts rausgefunden, der weiß nicht, woran das liegt. Da passiert manchmal einfach anscheinend ganz, ganz toll. Ja, und jetzt gerade geht aber zumindest, ich hoffe, ja, geht, ist ganz okay von der Lautstärke her. Und ja, deswegen habe ich diesen Filter jetzt auch nicht mehr drauf. Was dazu führen müsste, dass die Audioqualität jetzt wieder besser ist. Man hat dann im letzten Part vielleicht gehört, dass dann oft die Audiospur so ein bisschen abgehakt war. Und auch manchmal lauter, manchmal leiser wurde. Das müsste jetzt alles nicht mehr der Fall sein. Es kann aber sein, dass jetzt das Rauschen im Hintergrund ein bisschen laut ist. Deswegen wäre auch hier wieder Feedback sehr gerne gesehen. Ich habe halt, wie gesagt, schon sehr, sehr lange nicht mehr aufgenommen. Deswegen... Boah, sind das die Scheißkarten. Und deswegen habe ich halt... Nö. Noch nicht so die richtigen Einstellungen wieder drauf. Und ich hoffe, wir gewinnen das jetzt. Übrigens, wenn... das nicht der erste Part nach diesem Comeback gewesen wäre. Der letzte, den ich jetzt hochgeladen habe. Der 143. Da hätte ich den sofort von gelöscht und nochmal neu hochgeladen, nachdem ich gesehen habe, wie schlecht die Audioqualität da ist. Aber ich habe mir gedacht, weißt du was, du musst ja auch nicht... Für jeden Scheiß. In jeden Scheiß hier so 8 Millionen Stunden Arbeit reinstecken. Und deswegen habe ich mir gedacht, weißt du was? Oh. Oh, geil. Ich habe kurz gedacht, ich hätte verloren, aber ich kann Hidi jetzt aktivieren. Und deswegen habe ich mir gedacht, weißt du was? Lädst du den jetzt einfach hoch. Außerdem wurde das gestern sehr knapp und ich wollte dann auch unbedingt noch das Video hochladen. Aha. Warum habe ich gedacht, das zerstört die Monster auf dem Feld? Ich glaube, Kartenvernichtungsvirus und Kartenzerstörungsvirus sind zwei unterschiedliche Karten, kann das sein? Weil das eine zerstört die Monster auf dem Feld, oder? Ach, ich weiß es nicht mehr. Ich habe verloren schon wieder. Yugi hat so asoziale Karten. Ich glaube, Kaiba hat hier nicht mal das Wiedergeburt im Deck, ne? Aber wir schaffen das. Ich finde das eigentlich ganz cool, dass das so eine schwere Herausforderung ist. Ich weiß nicht. Das ist irgendwie ganz nice. Und ich weiß nicht, ob ich das eben schon gesagt habe, aber manche haben dann auch in die Kommentare geschrieben, dass das wohl später im Verlauf von der Story ein bisschen mehr gebalanced ist. Und nicht mehr ganz so unfair. Weil das hier ist ja echt einfach nur... Ja, wenn der Gegner gute Karten hat, hast du verkackt. Ich glaube, ich habe auch schon alles aus dem Kaiba-Deck gesehen. Also da ist jetzt nichts mehr dabei, wo ich mir so denke, wow, geil. Okay, da ist wow, geil. Wisst ihr, warte, ich mache jetzt mal Folgendes. Ich hebe mir jetzt mal ein bisschen was auf, weil der setzt wahrscheinlich eh gleich wieder Raigeki oder so ein. Deswegen fange ich jetzt einfach mal hiermit an. Ich setze den. Und gucken, was jetzt passiert. Wahrscheinlich wird er angreifen, aber der wird sehr wahrscheinlich kein Monster haben, was stark genug ist, um ihn zu killen. Genau. Turike. Ganz, ganz wild aussieht irgendwie. Perfekt. Und dann klatschen wir gleich mal rein. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber ist auch nicht so schlimm.
Sollte nur diesmal dran denken, den dann auch zu killen und jetzt 80 Jahre leben zu lassen, bevor er wieder Exodia zieht. Ja, gib mir ruhig Lebenspunkte dazu. Ich könnte jetzt natürlich direkt Blue Eyes beschwören, aber... Ich weiß nicht. Ich mache einfach, komm. Eigentlich wollte ich mir den noch ein bisschen länger aufheben. Weil halt jetzt, wie gesagt, wahrscheinlich ist das der gleich mit so... Oder der hat da Spiegelkraft liegen, das kann auch sein. Dann habe ich schon wieder verkackt. Ah, der hat echt gute Karten, ne? Mich würde wundern, wenn der auch magische Zylinder oder so noch zusätzlich im Deck hat. Ich glaube, ich gönne mir die jetzt, komm. Wahrscheinlich kommt da jetzt eh Spiegelkraft. Holen wir noch schnell die 900 Lebenspunkte damit. Naja, das ist jetzt auch nicht gerade toll. Aber wenigstens haben wir uns da nicht gestorben. Aber jetzt kommt wahrscheinlich von mir aus schwarzes Loch. Das wäre noch okay. Oh, dunkler Magier, okay. Oh, Gaia, okay, what the fuck. Ein bisschen mutig, den da so in Angriffsposition hinzulegen. Obwohl, diese eine Karte, die ich habe, die zerstört keine Fallenkarten, ne? Ja, scheiße, jetzt kann ich mich wieder nicht großartig wehren. Also, warte, ich spiele jetzt auch keine Monster. Sondern warte einfach mal ab und guck mal, was passiert. Weil wenn der nämlich jetzt ganz viele Monster spielt, dann wird der wahrscheinlich Schwarzes Loch nicht aktivieren, denke ich mal. Und momentan bin ich ja durch den Blue Eyes geschützt. Dann kann man annullieren, auch sehr, sehr cool. Das ist echt ein ekliger erster Kampf, ne? Also du musst Angst haben, wenn du auf Zeit spielst, dass der Exodia zieht. Oder dass der halt irgendwelche komischen, krassen Tributmonster beschwört. Du musst Angst haben vor den ganzen Fallenkarten. Das ist einfach nur annoying. Und ich warte weiterhin ab. Ich hoffe, dass ich vielleicht gleich noch so eine antike Regeln ziehe. Und dann könnte ich nämlich den zweiten Blue Eyes spielen. Immer noch schade, dass das Artwork ist. Ich hoffe, bei Master Duel kann man dann Artworks sich aussuchen oder so. Das wäre wunderbar. Da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und wenn das keine Funktion ist, dann bin ich sehr verwirrt. Zerstöre eine Fallenkarte auf dem Spielfeld. Hahaha, okay. Nice. Das ist doch gar mal so schlecht. Ich bin auch noch vor Angriffen geschützt, falls der nämlich angreift, habe ich Angriff annullieren. Da war sehr oft Angriff in dem Satz. Oh, ich hätte vielleicht Angriff annullieren aktivieren sollen. Dann hätte ich nämlich den da opfern können. Obwohl, nee, dann habe ich ja schon wieder ein Monster auf dem Feld. Oh, okay, jetzt kommt er mit schwarzem Loch. Das finde ich, wie gesagt, tatsächlich ganz so schlimm. Vor allem, weil jetzt... Achso, doch, der kann ein Monster spielen. Scheiße. Aber ich habe den Aqua Matador. Ah, der heißt gar nicht... Ich denke immer, der heißt Neo Aqua Matador und Aqua Matador. Aber der heißt einfach nur Mador. Okay. Krass. Wenigstens hat er keinen schweren Sturm im Deck. Dann verteidigen wir uns jetzt mal hiermit. Der hier hat leider nur 1200 Angriffspunkte. Das reicht nicht aus. Ich kann nur oft genug erwähnen, aber die Artworks von damals mit diesen einfachen Billo-Hintergründen, einfach nur stick. Och nee. Okay, aber ich habe wenigstens Schattenzauber. Aber habe ich ein Monster, was 2300 Angriffspunkte hat? Ich habe einen anderen Blue Eyes, der könnte den killen. Boah, der Kampf ist echt schwer, ne? Aber ich will auch echt nichts hier jetzt so rausschneiden. In den letzten Videos oder allgemein damals, immer wenn ich irgendwie lang an irgendwas gehangen habe, habe ich das dann rausgeschnitten und dann... Oh, ernsthaft? Drachenflug? Nee. Und dann halt voll lange... Teile rausgeschnitten. Habe ich das rausgeschnitten und dann voll lange Teile rausgeschnitten? Nee, ich habe halt viel weggecuttet und dann halt, ne... Lange Arbeit da reingesteckt. Und das war dann im Endeffekt in dem Video halt nur ein Part, der 15 Minuten gedauert hat. Aber das waren dann irgendwie so 3 Stunden Aufnahmezeit. Und das will ich hierbei jetzt nicht machen, weil das irgendwie sonst doof ist. Man sieht ja sonst die ganze Herausforderung. Ne? Deswegen habe ich auch späterhin dann diese ganzen 1-Stunden-Parts gemacht, wo ich probiert habe, gegen diesen einen Spacko da zu gewinnen. Finde ich eigentlich ganz cool. So, ich könnte jetzt den Vollstrecker rufen. Und ich glaube, das mache ich auch. Yes. Ich habe immer noch einmal Angriff annullieren. Jetzt kann ich den wilden Kaiser da killen. Nice. Ich bin mir übrigens ziemlich sicher, dass Yugi eigentlich den wilden Kaiser nie hatte, sondern nur Kaiba. Also der war, glaube ich, im Starter der Kaiba sogar drin, oder?
wie ich gerade da unten bei der Karte in die Ecke gucken wollte, ob da SDK steht für Stadt der Kalber. Ist das von der Version? Hm? Ist das von der Version? Nochmal Angriff annullieren. Okay, die lassen wir aber mal auf der Hand. Gönnen wir uns mal den. Mit ein bisschen Glück kann ich gleich sogar Tributbeschwörung den weißen Drachen beschwören. Ich glaube, aber ich weiß nicht, soll ich mir ihn aufheben? Ich habe irgendwie Bedenken. Ich habe auch keine einzige Karte, die irgendwie mein Monster verstärkt, ne? Ist auch ein bisschen dämlich. Der hat 3 Karten auf der Hand. Wird davon... Ich glaube, wenn der Schwarzes Loch oder so nochmal auf der Hand hätte, dann würde der die auch aktivieren. Fluchzerstörer, okay, auch wieder cool. Bis jetzt noch keine Lichtschwerter bekommen. Den setzen wir mal. Und dann opfer ich vielleicht gleich doch. Ich war die ganze Zeit am Überlegen, ob ich mir das halt aufheben soll, bis ich nochmal diese antike Regeln ziehe, aber ich glaube, wenn ich jetzt wirklich dazu komme, dass ich die beiden opfern kann, dann werde ich das auch machen. Dann kann ich nämlich ganz viel Lebensmittel abziehen. Ah, Tof der Geher. Böse, 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 okay. Aber den kann ich annullieren, den Angriff, sehr gut. Eine Karte, die 1 zu 1 das macht, was im Titel steht. Wie viele Karten gibt es, die 1 zu 1 das machen, was im Titel steht? Ich glaube nicht viele, oder? So, dann setzen wir die nochmal. Und beschwören den guten alten Blue Eyes. Den wir den und den opfern. Und dann machen wir jetzt Heavy Damage. Und dann kommt wahrscheinlich 3 Gigi. Und dann habe ich aber Gott sei Dank noch einen Neo, einen Aquamado. Wie will ich immer Neo sein? Der Neo Aquamado hat 3000 Verteidigungspunkte. So. Übrigens habe ich mich voll gefreut über die ganzen Kommentare, die ich bekommen habe bei jetzt diesem 10-Jahres-Anniversary-Video oder auch bei dem ersten Part von Legacy of the Duelist. Da waren überall richtig süße Kommentare dabei, weil ich gar nicht erwartet habe, um ehrlich zu sein. Da waren auch so viele Leute dabei, dessen Namen ich noch kannte, so von damals. Richtig, richtig viele. Wo ich mir so dachte, ah ja klar, damals bei Minecraft Let's Play oder so habe ich den Namen immer in den Kommentaren gesehen. Und da sind jetzt einfach immer noch einige Leute da. Das finde ich voll crazy. Und momentan sieht das gar nicht mal so scheiße aus. Ich werde jetzt... Oh, wenn ich den spiele, dann... Nee, dann habe ich nicht gewonnen. Ich spiele den jetzt trotzdem in Angriffsposition, weil ich vielleicht dann irgendwie noch dazu kommen werde, irgendwie anzugreifen. Ich könnte jetzt einen auf Digger Eier machen, mit dem angreifen, aber das ist mir zu gefährlich. Komm. Oh, das hätte auch noch geklappt. Jetzt hat er noch 200 Lebenspunkte. 2000, genau. Mit ein bisschen Glück hammert. Kinnas, mit ein bisschen Glück hammert geschafft. Der hat auch 1200 Angriffspunkte. Jetzt keine Raigeki oder so. Ah, die kann ich ausschalten. Ich glaube, wir haben es geschafft. Nice. Das ging ja noch relativ schnell, ne? Ja, das ging schnell. Ey, wie viel Angriffs annullieren vor allem. Angriffs annullieren hat der denn. So, tschüss. Weg da mit der Kacke. Ja, komm, greifen an. Einfach, weil ich super sicher sein will, greife ich mit dem jetzt zuerst an. Und dann besiege ich den jetzt mit diesem hässlichen Hitotsume-Riese. So. Yes. Hat ja auch lange genug gedauert, ne? Okay, nächste Runde. Jetzt müssen wir gegen... mit Weevil gegen Yugi spielen. Ah, nein. Okay. Aber freue ich mich drauf. Komische Billo-Insekten. Ich sehe jetzt schon kommen, wie ich irgendeine scheiß Motte da mit so dreimal diesen Käfer-Ausrüstungszauber da ausrüste, der irgendwie nur 300 Punkte dazu macht. Früher mit diesen ganzen Ausrüstungszauberkarten so. Ein Kriegermonster hält 300 Angriffspunkte oder so. Oh, das ist eigentlich gar nicht mal so eine beschissene Hand. What the fuck? Wer darf anfangen? Yugi, okay. Ich will halt gar nicht so schlechte Karten jetzt, ne? Oh, nice. What the fuck? Ziehen. Bum, bum, bum. Oh ja, wird ja mal geiler. Illegale Karten benutzen. Oh, was kannst du? Biete ein Insektmonster
das mit einer Ausrüstungskarte ausgerüstet ist von deiner Spielfeldseite als Mut an. Und falls du dies tust, beschwöre einen Insektenmonster schon von deinem Deck, ungeachtet seiner Beschwörungsbedingungen. Oha! Ich habe aber leider keine Ausrüstungskarte. Also keine sonstige Ausrüstungskarte. Brauchte man die Motte für irgendwas? Nicht wirklich, oder? Aber ich könnte die kombiniert spielen. Das wäre irgendwie nice. Wen schmeißt man denn jetzt ab? Was kann er da? Und die Riesenameise? 1500? Ja, ich werfe jetzt einfach mal hier die beiden ab. So, und fange mal hiermit an. Und hoffe, dass der den angreift, weil dann kann ich nämlich in der nächsten Runde die kleine Motte damit ausrüsten. Dann kann ich nämlich den Kokon der Ultra-Evolution aktivieren. Ich weiß nämlich gar nicht, ob Weevil überhaupt Ausrüstungskarten im Deck hat oder ob das ausschließlich so gedacht ist, dass man die kleine Motte damit ausrüstet. Ich fand das schon immer sehr, sehr weird, wie diese große Motte funktioniert. So aufwendig für nix. So, jetzt nochmal nachlesen. Kannst eine kleine Motte beinhalten? Ja, okay. Machen wir das. Jetzt habe ich dann jetzt direkt die fette Riesenmotte beschwören können. Nein, wieso geht das nicht? Wieso geht das nicht? Hä? Kleine Motte. Du kannst eine kleine Motte wählen, die du kontrollierst. Rüste das gewählte Ziel mit dieser Karte von deiner Hand aus. Ah, nein. Wie dumm. Nein. Wie super stupid. Scheiße, das war ja komplett dämlich. Ich habe gedacht, die müssen beide auf dem Feld sein oder so. Oh, nee. Ich sollte mal mehr als den ersten Satz lesen, ne? Ach, fuck. Das wäre so cool gewesen. Ich habe alle drei Karten, die man dafür braucht, auf der Hand gehabt. Und dann verkacke ich so lächerlich. Komm, opfer die beiden und spiele dann Dark Magician. Oh, scheiße. Nein. Ach, fuck. Als ob. Gaia? Nice. Den kann ich jetzt gleich killen mit Menschenfresskäfer. Ich hoffe zumindest, der greift Menschenfresskäfer an. Oh, nö, nicht brennendes Land. Ich will nochmal kleine Motte ziehen. Nein, nicht die da. Naja, wenigstens haben wir zweimal den Menschenfresskäfer. Und die da ist definitiv viel zu neu. Hat diese Karte vom Spiel und Friedrich gehört? Du kannst deine Hand einmal. Aha. Okay. Wenigstens hat er hier schon mal ein paar neuere Karten im Deck. Eben mit dem Kalber-Deck, da war der wirklich nur Retro-Ass. Oh, auf Zunge gebissen. Retro-Ass-Karten. Außer, glaube ich, diese antike Regeln. Die ist auch ein bisschen neuer gewesen, ne? Oh, ich hab mir voll auf die Zunge gebissen. Musste der jetzt unbedingt den Kokon zerstören? Ja, super. Okay, machen wir folgendes. Flip. Und killen Gaia. Und dann opfern wir den für den. Lohnt sich zwar überhaupt gar nicht, aber... Nö, besser als nix. Mann, das regt mich jetzt auf. Ich hätte dann wahrscheinlich diese große Motte spielen können. Oder falls er die drin hat, diese super ultra große Motte. Oder wie auch immer die heißt. Vor allem große Motte. Das Artworks, die so, sehen so Motten aus? Nee, oder? Die haben noch keine... Nee. Nee, ich glaube... Nee. Ach, das hat 1900, das Vieh. Uiuiui. Die kann man auch nicht per Tributbeschwörung beschwören, ne? Hm. Vor allem so dämlich, weil die ist halt wirklich nicht gut, die Karte. Die hat 8 Sterne, man kann die nicht normal spielen. Warum kann man die nicht einfach normal spielen? Kann nicht als Normalbeschwörung beschworen werden. Warum denn nicht? Da wäre doch zusätzlich noch gut gewesen. Komm, wir setzen den. Und ich hoffe, der spielt jetzt irgendwie... Dark Magician. Oder irgendwas, was zwei Opfer braucht. Aber ich muss aufpassen, dass ich nicht gegen diese scheiß brennende Landkarte verliere. Nein, warum? Naja, ich habe immer noch Dings zur Verfügung. Oh, jetzt greift er aber zuerst wahrscheinlich den Kack-Käfer da an, ne? Ich vermisse meine Angriff annullieren Karte. Oh, nein. Ja, fuck. Mann, wegen so einem dämlichen... Ich
kann nicht lesen, Fehler werde ich jetzt wahrscheinlich doch verlieren. Ich habe irgendwie gedacht, ich krieg das noch easy gewendet, aber jetzt habe ich gar keine Karten mehr davon. Riesenameise ist kacke. Obwohl, die ist gar nicht so kacke. Ich spiele die jetzt und zerstöre damit dann einen Riesenmammut. Kann ich denn wenigstens so eine Spielfeldzauberkarte haben, die mein Monster stärker macht oder so? Als ob, ey. Okay, ja, verloren. Nein. Ebenso cool gewonnen und dann umso dümmer jetzt verloren. Vor allem, ich hatte ja wirklich im ersten Zug direkt alle drei von diesen Karten auf der Hand, oder? Ich hätte nur richtig gelesen hätte. Einfach nur die Motte spielen. Dann hätte ich den Kokon damit ausrüsten können. Dann wäre alles geil gewesen, weil ich dann direkt den Kokon der Ultra-Evolution aktiviert hätte. Naja. Naja. Vielleicht in der nächsten Runde. Dann wird auch cool, oder? So. Duell schon wieder starten. Es tut mir leid. Liebe Kinder, es tut mir leid. Boah, ich gewinne ja immer dabei. Sollen wir erste oder zweite Runde machen? Ich mach mal zweiter, weil ich einfach nur diese Motten-Kombo nochmal haben will. Aber ob ich jetzt alle Karten davon direkt bekomme, ist unwahrscheinlich, ne? Eine. Vielleicht zieht er jetzt mit Topf der Gier direkt perfekt die anderen beiden. Oha, der legt aber viele Monster weg. Jetzt hat er nichts mehr zum Spielen. Hä? Okay, wie funny. Mann, jetzt komm, gib mir. Oh, okay. Ja, ich könnte jetzt natürlich die Combo machen, aber dann hätte die halt null Angriffspunkte, die Karte hier, ne? Weil, wenn man die ausrüstet, dieselbe Grundattacke, Defense wie Kokone Evolution. Ja, dann ist die aber im Angriffsmodus. Das ist ja komplett Trash, deswegen. Setze ich jetzt die Karte? Komm, ich muss ganz schnell diesen Evolutionskokon ziehen, weil sobald ich den hab, muss ich nur die kleine Motte beschwören als Normalbeschwörung, dann kann ich direkt den Rest weitermachen. Obwohl, kann ja sein, oh, immer noch kein Monster, kann ja sein, dass der da wieder Spiegelkraft hat, ne? Ah, oh, die hat die aber auch, die andere Motte. Das sieht schon ein bisschen mehr nach einer Motte aus, hat er. Hm. Ich greife einfach mal an, komm. Killerbiene. Sag mal, was du drauf hast. Eine riesige Biene mit außergewöhnlicher Kraft, die besonders gefährlich ist, wenn sie in einem Schwarm auftritt. Wäre geil, wenn der jetzt Spiegelkraft für so eine Bellobiene opfert. Aber ich glaube, da ist die KI schlau genug, das nicht zu machen. Immer noch kein Monster. Oh lol, okay. Das wird ein easy win, pass auf. Riesenameise, ja. So, komm her, Riesenameise. Eine gigantische Ameise, die sowohl in der Verteidigung als auch im Angriff sehr gefährlich ist. Fast wie Dark Magician. Ein Hexer mit ultimativen Angriff und Verteidigung. Und da ist einfach eine Ameise mit ultimativen Angriff und Verteidigung. Oder so. Und jetzt hat er tatsächlich Spiegelkraft dafür verschwendet. Ich bezweifle, dass er die dreimal im Deck hat. Andererseits das Yugi. Man weiß es nicht. Ich frage mich gerade, ob als Yugi so zu so einem Turnier eingeladen worden ist, ob der dann von seinem Opa die Erlaubnis bekommen hat. Ja, du kannst jetzt alle Kartenpacks, die in meinem Laden sind, aufmachen und gucken, ob du irgendeine geile Karte bekommst. Okay, 300 Punkte für ein Insektenmonster ist jetzt gar nicht so scheiße. Ich würde die dann dem geben. Aber vielleicht warte ich auch noch. Vielleicht warte ich noch. Laserkanone. Das sieht auch irgendwie nicht so ganz aus wie eine Insektenausrüstungskarte. Dein Artwork ist auch schon wieder so richtig süß billig eigentlich, ne? Ich mag's. Oh, okay. Ganz wild, Yugi. Setzt einfach eine Spielfeldzauberkarte verdeckt. Hab ich auch schon seit 100 Jahren nicht mehr gesehen. Okay. Ich mache jetzt einfach mal einen auf krassen Angriff. Und spiele hier die ganzen Karten. Und greift dann an, weil wenn dann da keine Spiegelkraft kommt, dann weiß ich, der hat halt einfach keine. Und dann kann ich in der nächsten Runde hier die... Ja, da ist sie. Okay.
Das war mein Test. So, jetzt darf ich mir hier eine komische Karte auf die Hand holen. Ich weiß nicht, was er bringen soll. Ich hole einfach mal den. Die anderen kann ich ja eh nicht beschwören. Hat die noch irgendeinen zusätzlichen Effekt? Nee, einfach nur ein strongest Monster. Okay, toll. So, dann bist du jetzt dran. Und solange du jetzt keine OTK-Kombo machst... Oh. Werfen wir mal eine von den kleinen Scheißmotten ab. Solange er jetzt keine OTK-Kombo macht. Was sehr krass wäre. Oh, jetzt hat er schon wieder eine Karte verdeckt gesetzt. Ich habe Angst, dass das schon wieder Spiegelkraft ist. Aber wie wahrscheinlich ist das, dass er dreimal danach Spiegelkraft zieht. Okay, ich gönne mir jetzt erstmal den Wald. Vielleicht ist das ja auch mystischer Raumtyphon. Nee, okay. Ja, ich muss jetzt aber eigentlich den Move machen. Deswegen komm. Wenn ich da jetzt verkacke, dann sollte er einfach nicht sein. So. Die direkt hinterher. Und dann beschwören wir. Ich würde gerne die beschwören, dankeschön. Die perfekte, ultimative große Motte. Mal gucken, wie lange die jetzt überleben wird. Ich könnte jetzt auch noch hiermit ausrüsten, ne? Aber ich schieb mir die lieber auf, die Karte, da man muss ja nicht übertreiben. Oh, geil, kein Spiegelkraft. Oh yeah, ich setze die hier jetzt noch einfach nur so, um anzugeben und so zu tun, als hätte ich eine Fallenkarte. Dann haben wir vielleicht schon in der nächsten Runde gewonnen. Ich frage mich, wie stark anders das Deck von Yugi jetzt gerade ist, weil der hat ja da schon Exodia im Deck. Das war ja legit nur einen Zug lang. Oh, der hat einfach nichts, was der vom Friedhof rufen kann, was gut ist. Pfff. Oh, die kleine Motte da, ey. Probiert der Mitleid zu bekommen? Oder was? Genau, ich opfer jetzt den und spiel den. Das ist natürlich sauschlau. Ich hätte gewinnen können, indem ich... Ist mir jetzt gerade aufgefallen, die in Angriffsposition gespielt hätte, dann hätte die 2 Angriffspunkte bekommen. Und dann nochmal 300 hiervon, hätte die 500 gehabt und dann hätte die die killen können. Aber ich habe es nicht gemerkt. Egal. Oh, bitte jetzt kein Regigi oder so. Das wäre jetzt sehr traumatisierend. Okay. Komm, irgendein Monster. Menschenfresskäfer, okay. Dann... Benutzen wir halt die Combo. Combo vor allem Angriffszeichen. Oh, ich kann sogar jetzt mit dem anderen die verdeckte Karte killen. Ich will immer ungern. Obwohl, der könnte jetzt da die Elfe liegen haben, ne? Okay, dann machen wir so. Ja, Biberkrieger. Der gute Justin-Krieger. So, und Herkuleskäfer, du fuckst jetzt Yugis Leben ab. Bah! 3 Duelle! Nee, doch, 3 Duelle in einem. Nee, 2 Duelle in einem Spiel gewonnen? 2. Hm. In einem Spiel, vor allem in einer Runde. Sollen wir noch mal? Komm, eine Runde geht noch. Die Habie. Ist jetzt schon fast eine halbe Stunde rum, aber komm. Der eine geht noch ins Entschuldigung dafür, dass der Part gestern so eine scheiß Audioqualität hatte. Außerdem mag ich Habien. Mir ist gerade eingefallen, dass es hier noch 0 Habien-Unterstützungskarten gab, weswegen ich jetzt wahrscheinlich komplett verkacken werde, aber ich lasse hier auch immer gerne den Gegner vor. In der Hoffnung, dass Joey so dumm ist und irgendwie vielleicht so ein Monster mit 800 Angriffspunkten spielt. Als ob die einfach die neuen Habien-Karten schon hat. Wie unfair ist das denn? Ist das jetzt nicht ein bisschen unausgeglichen? Taku, hey! Oh. Oh, okay. Oh, oh. Ach, Gott sei Dank, er konnte den jetzt nicht fusionsbeschwören. Guck mal, der kann gar nichts machen, der Loser. Oh, was spielen wir denn lieber? Berg oder das andere? Ich würde sagen Hidi, oder? Oh! Als ob ich jetzt mal, wenn eine Harpien-Karte beschworen wird, kann ich eine Zauber- oder Fallenkarte killen. Wow. Ich habe einmal nur dieses scheiß Jagdgründe im Deck. Okay. Naja, egal. Haben wir wenigstens ein Monster mit 2100 Angriffspunkten, oder? Vor allem zwei Angriffspunkte und die Karte ist weg. Oh, nice.
Hä? Der hat einfach Fusion gehabt, aber dann hat dem der Zeitzauberer gefehlt. Aber hat er den nicht eben da gehabt, auf dem Friedhof? Hat er den abgeworfen? Joey, du hast dir gerade Babytrach auf die Hand geholt und du hattest von Anfang an Zeitzauberer. Du hättest direkt fusionieren können, aber bist dumm gewesen, hast Zeitzauberer am Anfang aus irgendeinem Grund abgeworfen wegen elegante Wohltäterin. Das ist doch voll die gute Karte. Wieso hat er den abgeworfen? Naja, ich will mich nicht beschweren. Joey ist halt dumm damals noch gewesen. Ne? Aua. Babytrach, okay. Von mir aus. So, jetzt noch schöne Zauber auf eine Karte setzen. Nice, dann kann ich Harpien-Tänzerin beschwören. Und dann fuck die alles ab. Oh, da spiel die nochmal. Geil. Das ist schon wieder ein bisschen unfair gefühlt, weil da ist jetzt mein Deck definitiv stärker als das von Joey, würde ich sagen. Ich frag mich, ob ich damals, als ich mit Joey gegen Mai gespielt habe, auch so gestruggelt habe. Wie in den vorherigen Duellen wahrscheinlich schon. Denn mir kommt das, wie gesagt, echt so vor, als wäre das Deck von Mai gerade viel, viel besser. Oh, ich habe gerade voll den Flashback, dass ich das damals voll lang nicht hinbekommen habe, gegen die zu kämpfen. Ich glaube, das war wirklich der Fall. Komm, jetzt zerstöre dich noch selbst. Ah, nein. Der arme Jungi. Vor allem hat der jetzt den Zeitzauber gezogen, ne? Oh. Der hat aber auch gerade Pech. Kann keine Feinkarten aktiviert werden. Pff, der hat eh keine, also von daher. Dann kann ich auch eigentlich den da spielen. Oder wie viel hast du? Naja. Augenschatten. Hä? Ach, alle geflügelten Ungeheuermonster. Ach so, ich habe gedacht, nur alle Harpien-Monster. Ja, dann war das ja gut, dass ich den gespielt habe. Oh mein Gott, ich glaube, wir gewinnen noch ein drittes Duell. Im ersten Part 0 Duelle gewonnen. Ja, doch, 0 Duelle gewonnen und im zweiten Part dann einfach 3. Ich würde sagen, der Part hier hat in allen Formen den ersten entschuldigt. Ausgeglichen. Oh, oh. Okay, strong. Wie impressive damals ein 2000er Monster war. Heute kannst du die einfach so normal beschwören. Berg! Komm, wir fucken dem sein Leben jetzt komplett ab. Wir könnten ihn auch so besiegen, aber wir wollen einfach ein komplettes Arschloch sein. Diese 500 Angriffspunkte Zauberanfangkarten waren damals eigentlich auch noch sehr, sehr strong, ne? Komm, die Harpien-Tänzerin kann dem die Fresse polieren. Die haben voll die schönen Artworks. Hier die besonders. So, dann haben wir gewonnen. Nice, dann gucken wir noch schnell, was wir im nächsten Part machen dürfen. Oh, mit Marco Tsunami gegen Yugi. Da werden wir ein bisschen Wasserkarten spielen. Mal gucken, ob wir den legendären Fischer beschwört bekommen oder diesen komischen Wal. Diese komische Ritualkarte, das wäre auch cool, falls ihr den Deck hat, ich weiß nicht. Aber wir sehen uns ansonsten morgen. Denkt dran zu bewerten. Boah, das habe ich auch schon vor langem nicht mehr gesagt. Und, ja. Drückt mir die Daumen, dass bald Rush Duel rauskommt oder Master Duel. Dann habe ich sehr viel Bock drauf. Aber wir haben immer noch keine neuen Informationen dazu, das ist sehr schade. Aber naja, bis dann, tschüss. Und falls irgendwann mit der Audioqualität oder so kacke ist, ne, auch immer gerne schreiben. Bis dann.